Der Forst- und Steinbruchmeister behaupten beide, sie handeln auf Anordnung des Grafen von Shiring. Die Ratten. Wenn unsere Arbeiter das hören, werden sie sich Sorgen machen. Und das zu Recht. Natürlich. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist es. Aber ich kann euch versichern, dass wir zumindest für ein paar Wochen über die Runden kommen werden. Der hat aber ein schönes Haus. Soll ich einfach klopfen? Klar. Was sonst? Dann wollen wir mal. Niemand zu Hause. Balkerinnen. Straße nach Norden. Die Stadt Kingsbridge. So. Mühle. Ich geh mal zu den Balkerinnen und frag die, ob sie all jener gesehen haben. Die haben ja schließlich auch irgendwie damit zu tun, ne? Guten Tag, die Damen. Ha! Wenn das nicht der hübsche Jack ist! Bist du vorbeigekommen, um mit Hand anzulegen? eigentlich nicht. Hätte mich aber auch gewundert. Nach dem ersten Tag bluten dir die Hände. Vom Salz und der Pisse im Wasser. Pisse? Löst den Talg und den Schmutz aus der Wolle. Das Geld können wir brauchen, aber irgendwann kann man einfach nicht weitermachen. Früher oder später wird all jener sich neue Walkerinnen suchen müssen. Ich werde etwas finden, damit es euren Händen besser geht. Na, das wäre immerhin ein Anfang. Aber solltest du nicht besser auch arbeiten? Ich mach nur mal Pause, in Ordnung? Alle sagen, dass er arbeiten muss. Oh, die haben zerschundene Hände. Ja, mal gucken, ob wir dazu was rausfinden, hä? Ja, die Stadt Kingsbridge wächst immer weiter. Alte Mönche vertragen den ganzen Lärm nicht. Nur an Sonntagen ist es ruhig. Dann gehen wir mal zur Mühle. Noch mehr von diesen Wespennestern. Lauf nicht immer weg, Jonathan. Ich krieg noch Ärger mit... Aljena! Hier ist sie. Hallo. Ja? Dürfen wir uns zu dir setzen? Natürlich. Knack. Doch nicht. Ich hätte so gelacht. Ach, nicht so... Aljena, blicke auf. Jack, blicke auf. Jack. Und wie geht es euch beiden so? Oh, naja. Solltest du nicht arbeiten? Komm, ich allen Mut zusammennehmen und so, komm. Sag mal, ich wollte eigentlich mit dir reden, weil... Ja, Jack Builder? Ich mag dich, du bist hübsch. Oh, vielen Dank, Jonathan. Nun ja. Nun ja. Jonathan! Er ist hier. Ich komme. Jetzt sind wir ungestört, oder? Jack liebt dich. Ich wollte dich gerade fragen, ob du glaubst, dass Jonathan einen Verdacht hat. Ich schwöre auf diese Bibel, dass ich nicht weiß, wovon du redest. Ja. Hi. Kalt. Meine Bibel ist weg. Scheiße. Tut mir leid, aber keine böse Tat bleibt ungestraft. Böse Tat? Wir haben nichts Böses getan. Noch nicht. Du hast die Kathedrale abgefackelt. Woher weißt du das? Scheinbar mag sie ihn auch. Du gefährliches, wildes Tier aus den Wäldern. Wenn Gott mich dafür hasst, dann zeigt er es auf eine seltsame Art.
Das ist doch auch ein hübsches Pärchen, die zwei, oder? Du erinnerst dich noch? Das Lied hast du gesungen, als wir das erste Mal hier zusammengesessen haben. Und du hast deine Füße im Bach baumeln lassen und vor dich hingegrübelt. Genau wie heute. Warum kann es nicht immer so sein wie jetzt, Jack? Ich weiß, was du meinst. Ich hasse es, so zu tun, als ob ich dich nicht liebe. Dann hör auf damit. Jack. Ich weiß. Ich weiß. Ich nicht. Ich nicht. Hast du dich wieder mit Tom gestritten? Tom hält immer zu Alfred. Er ist sein Vater. Er macht sich Sorgen um ihn. Bei Richard war es dasselbe. Wenn Tom sich Sorgen um Alfred macht, warum lässt er es dann immer an mir aus? Weil du der Klügere von euch beiden bist. Vielleicht macht er sich Sorgen um Alfred. Ist doch nicht meine Schuld, dass Alfred etwas langsam ist. Ganz genau. Tom glaubt, du solltest es besser wissen. Mag sein. Sei nicht sauer auf Tom. Ich glaube, er wünscht sich, dass Alfred fähiger wäre. Okay. Schließlich möchte er, dass Alfred sein Nachfolger wird. Vielleicht könnte Alfred das ja, wenn er sich Mühe geben würde. Ich glaube, ich könnte sogar sein Nachfolger werden. Das könntest du ganz bestimmt. Aber wer will schon eine Kathedrale bauen? Ich würde dir dein Lagerhaus bauen. Wie wär's damit? Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Der Krieg hört nie auf und er kriegt nie genug Geld. Und er kämpft auch noch für den Mann, der unseren Vater getötet hat. Ja, König Stefan, damit der ihm die Grafschaft zurückgibt. Aber er treu ist. Ja, aber ich brauche das alles nicht. Alles, was ich mir aufgebaut habe, was wir miteinander haben, das habe ich alles nur, weil ich nicht mehr nur die Tochter meines Vaters bin. Ich befürchte, dass, wenn Richard Graf wird, ich noch viel mehr verlieren werde als das Geld, das er auf dem Schlachtfeld durchbringt. Hm. Dein Vater hat es gut gemeint. Da bin ich mir sicher. Ach ja? Er hat nie jemanden geliebt. Nicht einmal meine Mutter. Und es war nicht meine Schuld, dass wir die Grafschaft verloren haben. Die Verantwortung dafür liegt nicht bei mir. Wie konnte Vater mich nur so einen Schwur leisten lassen? Ja. Hast du immer noch die Bibel gelesen? Philipp besteht darauf. Er wird ganz schön sauer sein, wenn er erfährt, dass sie im Bach gelandet ist. Keine Sorge, er wird dich weiterlesen lassen. Ich glaube, er sieht etwas Besonderes in dir. Tut er? Vielleicht sollte ich dann Mönch werden. Ja. Aber einen Mönch darfst du nicht küssen. Dann werde ich dich wie einen Bruder lieben. Das ist nicht komisch. Wie hieß nochmal das Buch, das du mit mir lesen wolltest? Die Amores von Ovid. Ich habe bisher nur davon gehört. Von einem reisenden Gelehrten, den wir auf dem Weg zum Steinbruch getroffen haben. Der Titel klingt vielversprechend. Aber vielleicht ist es nicht so interessant, wie wir glauben. Finden wir es raus. Ich werde in Kingsbridge herumfragen und schauen, ob ich etwas herausfinden kann. Tu das. Mach mal. Vielleicht gibt es die Amores von Ovid im Skriptorium. Ja, ich glaube nicht, aber okay. Weißt du, damals im Wald hat meine Mutter die Regeln gemacht. Aber sie waren alle irgendwie sinnvoll. Hier ist alles so kompliziert. Ich weiß, überall gibt es Regeln. Warum kann Tom Philipp nicht sagen, dass Jonathan sein Sohn ist? Er ist so glücklich, wenn er bei Jonathan ist. Toms Regeln. Und wohl auch Philipps. Tom glaubt, er hat das Recht verloren, Jonathans Vater zu sein, weil er ihn nach seiner Geburt ausgesetzt hat. Das meint Martha jedenfalls. Hm. Naja. Und was ist mit uns? Wann werden wir den Leuten von uns erzählen? Ich schätze, wenn wir bereit sind, nach ihren Regeln zu spielen. Oder sie nach unseren. Genau. Es ist
wie... Es ist wie mit dem Wollhandel. Ja? Mit Wolle zu handeln ist ein bisschen wie das, was mein Vater getan hat. Mit Leuten reden, verhandeln, abwägen. Es macht sogar Spaß. Mit Leuten zu reden macht Spaß? Du hörst dir an, was sie zu sagen haben, was sie zu bieten haben, wonach sie suchen. Dann machst du ihnen ein Angebot, von dem alle profitieren. Auch du selbst. Ich verstehe. Wir werden den Leuten von uns erzählen, wenn wir ein Angebot haben, das ihnen und uns nützt. Richtig. Aha. Und wie geht das? Und du solltest nicht vergessen, warum Tom und Philipp so mit dir umgehen. Sie wollen das Beste für dich und für sich selbst. Nämlich dich. Wenn du es sagst. Ich weiß es. Das will ich nämlich auch. Klingt kompliziert. Klingt sehr kompliziert. Eines Tages werden wir Ihnen alles über uns erzählen, Ellie. Ihnen allen. Vielleicht nicht alles, Jack Builder. La 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 la. Ein Gentleman genießt und schweigt. Was ist denn da drüben los? Wir gehen besser und sehen nach. Leute, beruhigt euch. Mir kaputt. Was ist am Steinbruch geschehen? Oh oh. Hört doch. Ja, es gab einen Zwischenfall. Unser Freund Otto Blackface wurde im Steinbruch verletzt. Was ist geschehen? Der Graf von Shiring hat seinen Männern geboten, uns davon abzuhalten, Steine aus dem Steinbruch und Holz aus den Wäldern zu holen. Was? Warum? Warum? Warum sollte Percy Hamley das tun? Wir wissen nur, was uns seine Männer gesagt haben. Dass der Graf von Shiring den Bau der Kathedrale von Kingsbridge nicht länger unterstützen wird. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen? Ich werde selbst nach Shiring reiten und mit Percy Hamley sprechen. Gut und schön. Aber wie sollen wir ohne Steine und ohne Holz weiterbauen? Ich will hier bezahlt werden, bevor hier alles zugrunde geht. Ich muss meine Familie ernähren. Beruhigt euch! Ihr habt den Prior gehört. Er wird selbst mit dem Grafen sprechen. Und ich habe für einen Fall wie diesen vorgeplant. Ihr sollt bald bezahlt werden. Und es wird noch genug Arbeit geben, für mindestens einen Monat, für alle von euch. Ich vertraue Tom. Ich sage, wir bleiben. Und ich vertraue unserem Prior. Ich auch. Ich werde alles Nötige vorbereiten. Ich bin gleich bei euch. Was, wenn der Graf Philipp kein Gehör schenkt? Ich muss mit Philipp reden. Komm später bei mir zu Hause vorbei, ja? Aber gerne. Was ist denn mit dem Buch, das wir suchen wollten? Nicht jetzt. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich Philipp helfen kann. Das ist natürlich auch wichtig. Ich werde das Buch schon finden. Wir werden das alles geregelt bekommen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Unsere Kathedrale baut sich nicht von selbst. Und du, Jack, pass auf Jonathan auf. Was? Schon wieder? Immer soll ich auf Jonathan aufpassen. Ein Chorsänger. Soll ich nochmal? Komm, ich probiere nochmal, ob ich noch was arbeiten kann. Ich bin fürs Erste damit fertig. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich kann den Kragstall nicht mehr sehen. Ich liebe ihn wie einen Bruder, aber er treibt mich in den Wahnsinn. Hält sich für den Größten, weil er jetzt Meister ist. Sieht verloren aus, hat Angst vor Höhen. Wie Philipp, mit dem rede ich mal. Suchst du nach jemandem? Ich soll das Brot hier unserem Kantor bringen. Er verbringt den Tag heute oben auf der Baustelle. Aber wie soll ich da nur jemals hochkommen? Leiter? Höhenangst, was? Soll ich für dich gehen? Nein, nein. Ich werde das schon schaffen. Ich brauche nur etwas Zeit. Okay. Hast du vielleicht dafür eine Idee? Kennst du ein Mittel gegen trockene und raue Hände? Nein, ich glaube nicht. Schade. Du vielleicht? Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Oh, aber ich könnte ihn mal nachhören. Ich suche nach einem Buch. Und bevor du fragst, nein... Es ist nicht die Bibel. Es gibt viele Bücher im Skriptorium,
im Haus des Priors. Vielleicht haben sie dort das Buch, das du suchst. Okay, okay, okay. Dann sage ich dem mal wieder, dass ich auf ihn aufpasse, dass er auch brav mitkommt wahrscheinlich, ja? Alles in Ordnung, Jonathan? Stopp. Ja, ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich auf dich aufpasse. Ich habe einen Käfer gegessen. Ja, das sag's sagen wir aber nicht, Philipp. Nein, tun wir nicht. So, dann komm mal mit. So, wo ist er? Ich werde alles tun, was ich kann, damit ihr euren Lohn erhaltet. Ich weiß, ihr habt uns damals aufgenommen, als wir aus Earl's Castle fliehen mussten. Mein Mann hat seitdem immer hier gearbeitet. Und wir wollen bei unserer Lady Aljena bleiben. Aber wir haben keine Wahl. Oh, Mary. Meine Familie und ich auch. Wir alle verdanken Philipp viel. Ich vertraue euch, Vater. Aber ich riskiere dort oben jeden Tag meinen Hals. Meine Frau hat recht. Wenn ihr unseren Lohn nicht zahlen könnt, müssen wir weiterziehen. Kingsbridge ist unser Zuhause. Ich will hier nicht fort. Lasst mich nachdenken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie wir eure Arbeiter früher entlohnen können, Philipp. Aber es wird Tage dauern, bis wir unseren Erlös von der Wollmesse haben. Es tut mir leid, aber in solch einer unsicheren Lage können die anderen Arbeiter und ich nicht so lange warten. Vertraut mir, Philipp. Mir fällt schon was ein. Jack. Jo, ich bin's wieder. Du sagtest, du wärst mit deinem Kragstein fertig. Was ich gesehen habe, sah aber nicht fertig aus. Es ist schwierig. Ich brauche mehr Zeit. Er muss aber heute fertig werden. Wenn du es nicht schaffst, muss Alfred ran. Das ist mein Kragstein. Nichts von all dem hier gehört uns. Figurenmeißeln ist die einzige Arbeit, die du nicht Alfred gegeben hast, um sie zu vermasseln. Wir sollten dankbar sein für die Arbeit, die wir tun dürfen. Und in unserer Arbeit müssen wir gründlich und beständig sein. Dankbar für das, was wir tun dürfen? Du warst es doch, der unbedingt eine Kathedrale bauen wollte. Du hättest andere Arbeit haben können, aber nein. Monatelang hast du alles andere abgelehnt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wann wirst du Jonathan erzählen, was damals im Wald passiert ist? Hä? Nicht nett. Ich hätte das mit Jonathan nicht sagen sollen. Scheiße. Nein, hättest du nicht. Hättest du wohl nicht. Straße zur Brücke. Ich frag mal den Alten. Der kennt sowas am ehesten. Der kennt sowas nämlich am ehesten. Fragen wir doch zweimal. Die wissen da vielleicht Abhilfe für geschundene Hände. Kennt ihr ein Mittel gegen raue und trockene Hände? Deine Mutter wüsste da bestimmt etwas, das hilft. Sie arbeitet gerade in ihrem Kräutergarten. Den Weg runter zu deiner Linken. Keine doofe Idee. Oh, Jacks Steinbruch, ist das hier? Ja, Kräutergarten. Oh, guck mal da hinten. Mein kleiner Steinbruch. Hier meißel ich, was ich will und wann ich will. Die Walkerinnen unten im Dorf haben Probleme mit ihren Händen. Das wundert mich nicht. Ich konnte das nur ein paar Tage lang machen. Dann habe ich's aufgegeben. Auch wenn Aljena gut bezahlt. Nimm das hier. Oh, das ist aber nett von dir, danke. Das hilft? Mutters Kräuter. Milius kann damit Salbe für die Walkerinnen machen. Wer ist Milius? Brennnessel? Du musst sie in einem Mörser zerreiben und dann Salbe daraus machen. Cuthbert hatte einen Mörser. Die Salbe wird den Walkerinnen helfen. Aber nicht langfristig. Wenn sie nicht wollen, dass ihre Hände bluten und schmerzen, dann müssen sie mit dem Walken aufhören. In Ordnung. Danke. Sonst noch was? Wolltest du nicht mit mir reden? Ah, da bist du ja, Füchschen. Wir müssen uns mal unterhalten. Was gibt es? Ich befürchte, uns stehen harte Zeiten bevor. Tom hat mir erzählt, dass sie versuchen, den Bau der Kathedrale zu stoppen. Sie? Ja. Wer genau? Der Graf von Shiring und seine Männer. Tom steht unter enormem Druck. Wenn er nicht wäre, hätten sie ihr Ziel schon erreicht. Warum erzählst du mir das? Hat er etwas über mich gesagt? Nein. Aber ich weiß, wie sehr es ihn belastet, dich und Alfred streiten zu sehen. Ich sehe nicht ein, warum Alfred alles machen darf, was er will. Alfred ist jetzt selbst Meister. Du bist ein Lehrling.
Das sind die Regeln. Es sind nicht meine Regeln, aber es sind deine, wenn du auch Baumeister werden willst. Kann schon sein. Ja. Ärgere dich nicht, Füchschen. Tue ich nicht. Ja, ist das so. Mütter haben immer recht. Es ist einfach Fakt. Das ist schon etwas her. Könnte besser sein. Aber mir gefällt's. Es zeigt einem, wie leicht sowas gehen kann. Also ich soll jetzt damit zu Milius gehen. Wer auch immer Milius ist, aber ich werde das schon rausfinden, ne? Rückweg. Okay.